Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breaking Point. Diesmal hat es mich auf die Insel New Haven verschlagen. Hier war ich auch schon mal unterwegs vor ein paar Tagen. Bin deshalb einigermaßen ausgestattet. Also nicht super toll, aber ich habe zumindest eine relativ gute Knarre. Aber was ich halt nicht habe, ist ein großer Rucksack. Ich hatte natürlich schon die Idee, hier mir mal ein Auto oder sowas klar zu machen. Schrottautos habe ich auch schon gefunden, die hier rumstanden, aber. Naja, wie das eben so ist, man hat nicht das Zeug oder den Platz, das alles mitzuschleppen, Autobatterien, Autoreifen und so weiter und so fort. Und ich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht, ob ich dann hier auch alles hätte, um das zu machen. So, aber wir schauen jetzt einfach mal, ob wir hier vielleicht auf diesem Flughafen irgendwie was Schönes finden. Und ja, ich habe mir einen Server mit relativ wenig Spielern ausgesucht, was allerdings trotzdem dazu führte, dass ich zumindest neulich Schüsse gehört habe. Ach so, ich kann euch ja mal zeigen, wo ich hier gerade bin, so in etwa. Und zwar hier ganz im Norden der Insel. Ja, North Island. So, ich würde natürlich auch gerne Bass Island, aber da braucht man offenbar ein Boot oder sowas. Also es gibt hier zumindest ein paar interessante Punkte, die ich mir noch angucken möchte, die ich noch nicht geschaut habe. Und im Moment sind wie viele Spieler online? Okay, mit mir sind es drei. Ist mir insofern ganz recht, weil ich ja eigentlich, ups, mit den Zombies hier schon genug zu tun habe. Und ich einfach mal schauen will, nein. Scheiß Zombie, dann nehmen wir einen anderen Weg. Wo ist der denn jetzt? Weil die Zombies hier, die sind auch nicht ohne, muss man ja sagen. Inzwischen haben sie also schon dazugelernt. Okay. Ich habe jetzt leider einen Schall gedämpft. Ich will mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit der Axt schon wieder hier eine einfangen. Dann gehen wir mal einfach hier hoch und hoffen, dass er uns nicht gesehen hat. Und wir hoffen, dass wir hier was Gutes finden. Okay, was haben wir denn hier? Na? Okay. Öffne das für mich. Aber vielleicht sollte ich lieber das Katana in die Hand nehmen, damit kann man die besser meucheln. So. Utility Belt haben wir. Ich sage, ich brauche einen verdammt nochmal. Brauche einen größeren Rucksack. So, eine leere Dose. Okay, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist denn dafür noch Platz dann für eine Morphiumspritze? Ja. Okay. So. Mal hier weiterschauen. Hier ist nichts. Gut, ich glaube, der buggt da unten einfach nur. Was haben wir denn hier? Ja, alles sehr schön, aber alles leider auch wieder Zeug, was wir nicht mitnehmen können, was wir auch nicht brauchen, so wie ich das sehe. Nö. Toll, also. Beziehungsweise, was ich mir natürlich auch mal bauen wollte, ist hier vielleicht so ein Unterschlupf. Eine Kiste, wo man sein Zeug unterbringen kann. Da müsste ich eigentlich auch die Pläne für eingesammelt haben. Oh, ein Activity-Rucksack. Ja, jetzt müsste ich wissen, ist der größer oder ist der kleiner? Das ist ein Sportsbag und ein Activity-Rucksack. Glaube, ich hatte mir doch hier irgendwo mal was notiert. Ich suche mir das mal kurz raus und hoffe. So, ein Activity-Rucksack ist
Civilian Sports. Okay, Activity Rucksack ist größer. Ich habe ja im Moment ein Sports Bag. So, da ich immer noch nicht weiß, wie man das jetzt hier quasi ändern kann, lege ich den ganzen Ramsch einfach erstmal hier rüber. So. Nehme mir dann den Activity-Rucksack. Mach dann alles wieder zurück. Take all, klappt es? Irgendwie klappt es nicht. So, also da muss ich mal gucken, weil irgendwie mit diesem ewigen Hin und Her ein bisschen anstrengend. Geht doch bestimmt einfacher. Falls jemand weiß, wie, einfach mal Bescheid sagen, in die Kommentare schreiben. Man lernt ja nie aus. So, also, etwas größeren Rucksack haben wir. Das ist schon mal gut. Mal schauen, was wir noch Schönes finden. Painkillers sollten immer mit dabei sein. Activity Rucksack haben wir ja schon. Aber die brauchen wir gerade nicht. Vergifteten Pfeil würde ich jetzt auch mal sagen, brauchen wir im Moment nicht. Gut, da ist nichts. Und hier waren wir ja auch schon. Okay, na bitte. Das ist wenigstens Ruhe jetzt hier. Okay, hier sind wir durchgekommen. Oder auch nicht. Ups. Okay, also hier findet sich offenbar im Erdgeschoss nichts. So, ich habe gar nicht geguckt, haben denn die jetzt was bei eigentlich? Die Jungs hier? Nö, zumindest der hat nichts. Okay, also Erdgeschoss, Fehlanzeige. Das Wetter heute, es regnet, aber es hat was. Sehr atmosphärisch, gefällt mir. Ja. Okay, also auch hier im Erdgeschoss nicht. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt bin ich hier voll durch die Tür gebackt. Aber gut, also irgendwie scheint es unten nie was zu geben. Dann gehen wir mal nach oben. Höre ich da was? Ist auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nicht. Boah, auch nicht. Was sind denn die hier für ein Kram? Ihr wundert euch vielleicht, warum ich die Türen mal zumache. Das ist irgendwie, habe ich mir das so angewöhnt vom King of the Hill Spielen. Da mache ich die auch meistens zu. Damit nicht sofort offensichtlich ist, dass da jemand drin ist im Haus. So. Gut, okay. Können wir auch alles nicht nehmen. Aber ich kann das ja mal. Was haben wir denn hier? Medizin.
Egal. Gut, Brick. Ziegelstein brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Und hier, was haben wir hier? Okay, Duct Tape, ein Buch, Toilettenpapier und Kleber. Alles Sachen, die ich im Moment irgendwie noch nicht so wirklich brauchen kann. Wer weiß, ob ich die überhaupt irgendwann brauchen kann. Ach so, ich spiele übrigens dieses Mal als Ranger, also nicht als Nomade, sondern als Ranger. Ist wahrscheinlich auch nicht so super. Sollte vielleicht Bandit spielen, dann kann ich auf alles und jeden ballern, so wie das alle hier machen. Aber gut. Wieso läuft denn der eigentlich so langsam? Ich will doch, dass du schnell läufst. Ups. Ja, hier, ein Fuel Hose Kit, was auch immer das ist. Ich kann es ja mal mitnehmen, aber Startermotor. Gut, das war jetzt alles hier, Tatsache. Okay, hier haben wir noch was. Wer weiß, ob wir damit was anfangen können, vermutlich eher nicht. Ja, toll. Wir haben alles Mögliche, womit wir hier wahrscheinlich ein Auto reparieren könnten. Aber ja, irgendwie, wie gesagt, man kann ja nicht alles mitschleppen. Von daher ist die Sache natürlich schon relativ blöde. Aha, hier haben wir wieder einen Haufen Loot-Kram. Ja, Painkillers sind auf jeden Fall immer gut. Blueprint Heaven, Water Barrel, Fernglas haben wir ja schon. Höre ich da gerade Schüsse in der Entfernung? Ich glaube, ich habe Schüsse gehört. So, ein Kompass haben wir auch schon. Reinforcement Kit, ja. Wie gesagt, alles kein Zeug, was ich jetzt mitnehmen kann und will. Und ich höre Schüsse. Nicht. Aber warum nicht? Okay, gut. Dann eben nicht. So, Essen und Trinken ist hier relativ wichtig. Ich höre da definitiv Schüsse. Ich höre da Schüsse. Und ob wir uns diesen Schüssen nähern oder nicht, das erlebt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir ein Abo da und einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüss.